Mit dem Ende von Dragon Ball Super haben wir alle Götter der Zerstörung gesehen, von Universum 1 bis 12. Es waren viele verschiedene dabei, die sich von dem, den wir kennen, Beerus, unterscheiden. Zum Beispiel Wermut, der in den Ruhestand treten möchte und mit Toppo, der wie Goku und Vegeta vom Engel seines Universums ausgebildet worden ist, hat er nun einen Gott der Zerstörung, der seinen Platz tatsächlich einnehmen kann. Da stellt man sich natürlich die Frage, was ist denn mit Universum 7? Wer ist da am besten geeignet? Vorab kommen wir zu Beerus. Warum sollte er sein Amt niederlegen? Hier ist viel möglich. Beerus muss nicht sterben, um einen neuen Gott der Zerstörung zu wählen. Ein Beispiel, Goku und Beerus werden bald auf einer Stufe sein, rein kräftetechnisch gesehen. Das wird heißen, dass Beerus Charakter sich ändern wird, beziehungsweise er wieder aufwachen wird. Vom Kampfgeist her ist Beerus Goku sehr ähnlich, nur hat er lange keinen Gegner mehr gehabt. Das kann sich aber mit Goku sehr bald ändern. Also könnte in so einer Situation sein Amt niederlegen, um sich mehr auf sein Training zu konzentrieren. Jedoch muss man auch hier sagen, er hat extrem viel Freiraum als Hakaischen. Also er macht nicht wirklich viel, also müsste er diesen Posten nicht wirklich niederlegen, um sein Training wieder richtig aufzunehmen. Ich denke, ein Tod ist hier sehr schwer zu bewerten, da man zum einen die Dragon Wiz hat, der Freezer ebenfalls wieder ins Leben bringen konnte, und ein Tod von Beerus wäre nach meiner Einschätzung wie ein Tod von Goku und Vegeta. Also wenn es ein Tod ist, der wirklich bleibt. Es wäre ein Tod, der wirklich sehr, sehr traurig wäre, und Dragon Ball Super hat ja nicht wirklich eine Geschichte hingelegt, dass sie sich wirklich trauen, Charaktere zu töten. Also ist die Option eines Todes von Beerus auch eher hier unwahrscheinlich. Also kann viel passieren. Wir lassen mal raus, warum Beerus sein Amt niederlegen würde oder wie und wann das Ganze passieren würde. Wir gehen einfach mal von dem hypothetischen Fakt aus, wenn es der Fall wäre, wenn Beerus wirklich von seinem Posten runtergehen würde. Was würde passieren? Also, wer aus Universum 7 wäre am besten dafür geeignet? Und auch wenn ich denke, dass ein Broly, der gut wird, oder ein Piccolo mit einem Power-Up perfekt für diesen Posten wären, muss ich sagen, Vegeta wäre ideal dafür. Und die Gründe dafür kommen jetzt. Klar müssen wir erstmal zu Goku kommen. Es ist eigentlich ganz einfach. Training nimmt er gerne an, aber den Posten auszuführen, das ist nicht so wirklich seins. Es ist das gleiche wie mit Kami, nur in einer anderen Kräftedimension. Das Training von Kami fand Goku ganz cool, aber selbst Gott zu werden, das fand er dann nicht so nice, obwohl es Kami selbst vorgeschlagen hat. Also, Goku wird immer den nächsten Sensei suchen, Daishinkan, bis er selbst zu einem wird, und deswegen ist für ihn der Posten ausgeschlossen. Es ist einfach nicht die Goku-Manier, und könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Goku Gott der Zerstörung ist? Ich jedenfalls nicht, deswegen würde ich das eher hier ausschließen. Ganz ehrlich, ich würde Whis sogar so einschätzen, dass er ganz genau weiß, okay, Goku hat irres Potenzial, ich frage mich, wie weit ich ihn bringen kann, und das gleiche gilt auch für Vegeta, aber Vegeta könnte wirklich irgendwann mal eine Option sein für den nächsten Gott der Zerstörung, weil wie gesagt, wenn sie im Training von Whis sind, sollte das eigentlich nicht umsonst sein. Das sollte eigentlich dafür stehen, dass sie der nächste Gott der Zerstörung werden. Wir hatten es am Anfang von Battle of Gods gehabt, nach der Aussage von Whis, und mit Toppo haben wir die Bestätigung, dass wenn man quasi in der Lehre ist von einem Engel, dass man ja mehr oder weniger in diese Position ausgebildet wird. Kommen wir aber zum ersten Problem. Vegeta ist zwar ein Saiyajin, damit also länger jung, aber es ist Toriyama bestätigt, dass Saiyajins eine ähnliche Lebensspanne wie Menschen haben. Deswegen hat Paragus auch graue Haare im Dragon Ball Super Film, weil er dort schon im hohen Alter ist und nicht mehr diese Saiyajin-Jugend hat, für die sie bekannt sind. Also muss man einen Weg schaffen, dass Vegeta länger lebt, und ich sage hier nicht, dass es dazu kommen wird oder ich mir das wünschen würde. Ich sage nur, dass es eine notwendige Voraussetzung ist, dass Vegeta überhaupt den Posten übernehmen kann. Denn Gott der Zerstörung für kurze Zeit zu sein, ist eigentlich unnötig. Jedoch muss man auch hier wieder mal einhaken. Wenn Beerus nur eine Pause einlegen würde, um sich quasi selbst zu finden, dann würde es Sinn machen, dass Vegeta eine Art Gott der Zerstörung Ersatzlehrer wird für einen kurzen Zeitraum, und dann müsste man keine Lebensspanne hinzufügen. Ich finde das eigentlich passender, wenn Vegeta ewiges Leben oder eine längere Lebensspanne bekommen sollte, dann hätte man aber hier wiederum eine Mega-Referenz mit dem Vegeta der Namek-Saga, der sich wünschen wollte, ewiges Leben zu erlangen. Und das würde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool finden, wenn Vegeta, der damals unsterblich werden wollte, jetzt wirklich unsterblich werden würde. Aber wie gesagt, die Thematik, dass Beerus eine Pause einlegt und Vegeta so lange das Amt ausführt, sowas fände ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wäre doch interessant, wenn Beerus wirklich sterben würde und die Dragos momentan nicht benutzbar sind und sie deswegen ein paar Monate warten müssen und Beerus deswegen dann im Jenseits chillt, aber da hätte man auch Whis, der da rumfuchteln könnte oder die Zeit zurückspulen könnte. Also sehr, sehr schwierig vom Szenario her, das aufzubauen. Was ebenfalls aber gut passen würde, wären Beerus und Champa als Referenz für die zwei Brüder Vegeta und Kaba. Vegeta könnte Universum 7 leiten und Kaba Universum 6, vorausgesetzt, dass Kaba in den nächsten Jahren nochmal ordentlich zulegt. Ja, sie sind zwar keine echten Brüder, aber
aber ihre Beziehung passt gut dazu und Kaba ist ja auch ein Produkt dessen, dass man einen neuen Tabel in Dragon Ball wollte, weil Tabel gab es, mit Tabel gab es einen Film, aber Tabel wurde irgendwie liegen gelassen in Dragon Ball. Also ich glaube, da hat man sich einfach dagegen entschieden, den Charakter weiter auszubauen und deswegen hat Kaba eigentlich fast alle Charakterzüge von Tabel angenommen. Und klar könnte man auch sagen, dass das Ganze hier eher für Goku und Vegeta gilt, also als Champa-Beerus-Referenz, aber ich finde, ihre Beziehung ist doch noch ein klein wenig anders und Kaba und Vegeta passen da eher mit rein, wie ich finde. Vegeta wäre als Gott der Zerstörung echt interessant, der so den Ruf der Saiyajins wieder gut machen könnte. Die Saiyajins haben das Universum damals zerstört und ich meine, 28 Planeten mit Leben drauf, das ist schon echt mickrig. Und klar ist Vegeta kein Gott der Schöpfung, also Kaioshin, aber trotzdem denke ich, dass Vegeta mehr machen würde als Beerus, wo sich hier wieder die Frage stellt, warum sollte er es überhaupt tun? Deswegen ist es auch ein bisschen schwer zu betrachten, aber Vegeta könnte in der Rolle vielleicht aufblühen. Die Rivalität von Toppo und Vegeta wäre auch zum Totlachen. Ich würde mich bei Meetings da wirklich zusammenscheißen und ich meine, wer würde das nicht gerne sehen? Und denkt mal an die ganze Interaktion zwischen Vegeta und Beerus bei Battle of Gods. Stell dich das Ganze mal vor mit Vegeta und Zeno. Das wäre auch comedy-technisch einfach nur zum Wegschießen. Ich meine, im Grunde steht Vegeta so viel im Weg, um Gott der Zerstörung zu werden. Aber naja, wer hätte gedacht, dass Broly aktiv im Dragon Ball Super Geschehen teilnimmt? Also ist im Prinzip alles möglich. Und ich weiß selber, diese Ausrede ist eigentlich ziemlich doof. Aber man muss halt wirklich sagen, dass es wirklich so viel Spielraum gibt in dieser Serie. Aber mal im Ernst, die Zukunft von Dragon Ball ist weit offen und hält vieles bereit. Und vielleicht wird der Prinz der Saiyajin irgendwann mal zum Gott der Zerstörung. Und Goku, ja, Goku dreht eben weiter bei der nächsten Haltestelle Daishin. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr von dem Gedanken, dass Vegeta irgendwann mal Gott der Zerstörung werden würde. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das passiert. Ich möchte hier nur sagen, dass das Szenario sehr interessant ist, weil Vegeta mit am besten in diese Position reinpassen würde. Und deswegen kann ich mir das Ganze eben sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ihr genauso denkt oder ich wirklich der Einzige bin, der so in die Richtung denkt. Wie dem auch sei, ich bin damit raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr stark über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo auf den Kanal. Bis dahin, haut rein.